Herzlich willkommen zu Kärnten TV 90 heute am Montag. Die Themen: Hilfe für Unwetteropfer, Meisterklasse für Gesangstalente, der Zero Project Unternehmensdialog und Ritterspiele in Sommereck. Vom Unwetter betroffenen Menschen und Gemeinden unbürokratisch Geldmittel zur Verfügung zu stellen. Das ist das Ziel eines Soforthilfspaketes in der Höhe von 20 Millionen Euro, das kürzlich im Rahmen der Regierungssitzung beschlossen wurde. Weitere 600.000 Euro werden in den Wiederaufbau der Tourismusinfrastruktur investiert. Sie wird 2024 eröffnet und entstand in Kooperation der Karinthischen Musikakademie Ossiach, den Musikwochen Mittelstadt und der Gustav Mahler Privatuniversität. Eine neue Meisterklasse für junge Gesangstalente. Präsentiert wurde die Initiative kürzlich im Beisein von Kulturreferent Landeshauptmann Peter Kaiser. Potenziale von Menschen mit Behinderungen erkennen und sie als Beschäftigte gewinnen. Das ist das Motto des Zero Project Unternehmensdialogs, der am 21. September in der Kärntner Landesregierung stattfindet. Neben spannenden Keynotes lockt die Veranstaltung mit vielen Best-Practice-Präsentationen. Anmeldungen unter www.autark.co.at. Eine fantastische Reise ins Mittelalter durften am Wochenende die Besitzerinnen und Besitzer der Kärntner Familienkarte antreten. So lud die Family- und Tour-Aktion mit kostenlosen Eintritt zu den Ritterspielen auf die Burgsumer Eck in Seeboden. Begeistert vom Showprogramm zeigte sich auch Familienlandesrätin Sarah Schaar. Kommenden Sonntag macht Family on Tour übrigens Halt in der Walderlebniswelt in St. Kanzian am Club Beinersee. Für heute bedanke ich mich fürs Zusehen und freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal bei Kärnten TV 90 mit dabei sind.